Es wäre ganz gut, dass die Menschen sich einfach mal hinsetzen und sagen, was kann an meinem Beruf automatisiert werden? Also ich war mal Matheprofessor, kann man durch Videos ersetzen. Das wird ja jetzt auch gemacht. Die gewünschten Eigenschaften des Menschen in einer digitalen Zukunft sind relativ nah an denen, die Jesus von uns haben möchte. Also, das müsste man länger durchdenken, das ist kein Witz. Also, sowas wie Liebe deinen Nächsten von dich selbst und Teamfähigkeit ist gar nicht so weit auseinander. Ja, oder tu deine Pflicht, wie Konfuzius sagt, oder sei hartnäckig dran, bleibe immer dran und so weiter. Buddha sagt, lass ab von Hassgier und Verblendung. Das ist genau das, was die Personalentwickler sagen. Also, und Startup, geh deinen Weg, ja, mach keinen Quatsch. Nimm nicht zu viel Gepäck mit, das steht alles im Tao. Ja? Und wenn ich diese ganzen Religionen, die Weltreligionen zusammennehme, dann ist das ziemlich genau das, was die Personalentwickler jetzt von der neuen Generation wollen. Und das ist gar nicht so falsch. Und dann sage ich einfach, geht einfach 3000 Jahre zurück, erinnert euch an die Entwicklung der Religionen, also 2000 Jahre zurück, je nachdem, und macht das. Und das ist ja gar nicht böse. Ich meine, ich verlange ja nicht. Ich verlange dann indirekt einfach nur eine gewisse Rückkehr zu Gott. Das ist ja irgendwie unkritisch. Also ja, und dann kommt man sich vor, wenn man jetzt das digitale Zeitalter predigt, so wie ein Pfarrer, der sagt, hört auf mit den Sünden. Und das heißt, unsere Kultur ist von diesen Werten geprägt. Also unsere Kultur sagt ja, du sollst teamfähig sein, keine Konflikte machen, Verantwortung für dich übernehmen. Das ist die protestantische Arbeitsethik und so weiter. Und es wäre gar nicht so schlecht, wenn wir die alten Werte mal wieder einfach durchlesen würden und sagen, dass das digitale Zeitalter kein Fluch ist, sondern irgendwo es verlangt von uns jetzt irgendwie sehr viel nötiger als früher, dass wir das auch leben, was wir dauernd in der Bibel lesen. Wenn man zu sehr unter Druck ist bei der Arbeit, ist es vielleicht ein Zeichen beginnender Unfähigkeit. Ja, also das kann sein, dass man einfach zu viel Arbeit hat oder so. Dann sagen die Leute, du, das ist Stress und du musst mit dem Stress positiv umgehen. Das ist jetzt so eine moderne These von so schneidigen Managern in Maßanzügen. Ihr müsst das als Herausforderung sehen. Stress muss man in Glück umwandeln und das ist eine Chance. Das Hauptproblem ist, dass viele Leute in ganz neue Berufsfelder reinkommen, dass sie unter Umständen mit Kunden beschimpft werden oder sowas. Ja, so, weil die auch anspruchsvoller und härter sind und verhandeln und so weiter. Dann hat man auch nicht die richtige Handlungsvollmacht dagegen, irgendwas zu sagen, muss das aushalten und empfindet man den Beruf langsam so als Mühsal. Wenn man es ist wahrscheinlich hilfreicher, nicht darüber zu jammern, sondern zu sagen, mir fehlt einfach die Fähigkeit, Konflikte zu lösen und irgendwie ein bisschen nonchalant sein. Ich muss ja nicht immer gegenhalten oder beleidigt sein, sondern kann sagen, hey, komm, krieg dich mal ab, was ist los? Das kriegt so ein Deutscher nicht so hinten richtig hin. Wir leben so in so einer Welt, die ein bisschen blockiert ist und sich gegenseitig aufregt und so weiter. Und das sind eben diese fehlenden Fähigkeiten der Menschen. Also so normale professionelle Leute würden sich irgendwie verstehen, dass sie jetzt irgendwo einen Kompromiss und eine Lösung finden und machen eine. Das ist ja diese Teamfähigkeit. Und da die eben fehlt, überfordert einen. Also die fehlt, ist aber immer nötiger. Und weil sie fehlt und nötiger ist, empfindet man das als wahnsinnigen Stress dann auf der Arbeit, weil man sich dauernd in Wolle hält und hackt. Und gleichzeitig bei diesem Ten versuchen sie jetzt irgendwo schon so Abiturienten anzulernen. Also das heißt Learning by Doing, das finde ich ganz grässlich. Also dass Leute ohne gewisse Ausbildung im Betrieb eingestellt werden. Und man nimmt dann gar nicht so sehr unbedingt so einen Master, das ist zu teuer, dann nimmt man einen Bachelor oder noch billigere. Man hat ja auch den Bachelor extra eingeführt, damit es billiger wird mit dem Gehalt. Ja, und dann hat man die. Und das sind die Leute, die das eben noch nicht gelernt haben. Und dann sagt man, die gehen gleich ins Projekt ein, machen Learning by Doing heißt das. Und Learning by Doing heißt, dass man sich nahtlos in eine gewisse Betriebskultur assimiliert. Und wenn man jetzt dauernd spart, also das machen seit 20 Jahren, geht die Betriebskultur langsam so einen Bach runter. Also praktisch, die sind immer unzufriedener, überlasteter Arbeitsdichte. Und das heißt, jeder, der neu reinkommt, wieder billiger, der kommt halt in so eine siechende Kultur und passt sich halt an.
Und wir brauchen da aber eine Aufwärtsbewegung. Und praktisch dieses Ignorieren des Bildungsfaktors gleichzeitig mit dem Einsparen erzeugt so eine Art Niedergang. Und die sehe ich überhaupt nicht, dass man das einholt. Wenn jeder Mitarbeiter im Flow arbeiten würde, in einer wunderbaren, also ein Künstler zum Beispiel, ist völlig klar, oder jetzt ich als Schriftsteller, da kommt es nicht darauf an, wie lange ich schreibe oder wie hart ich mir Mühe gebe, sondern es kommt darauf an, dass ich jeden zweiten Tag mal 3-4 Stunden im Flow bin. Dann ist die höchste Leistungsstufe. Und dann klüngle ich wieder einen Tag rum und einen Tag, dann gehe ich wieder zack. Und dann kann ich 10% von einem Buch in einem Tag schreiben, wenn es ganz glücklich ist. Und das braucht aber ein bisschen Vorbereitung, dann muss ich so vielleicht mal eine Woche rumklüngeln und dann bilden sich langsam die Ideen. Die kommen nicht so gleichzeitig am Stück, nicht jeden Tag Flow, sondern das muss ich ja bilden. Und dann hat das gar nichts mit Arbeitszeit zu tun und auch gar nichts mit Kosten und so weiter. Und man kann sich überlegen, was die optimale Arbeit ist von irgendwelchen kreativen Leuten. Ja, und das heißt, ich muss irgendwo vernünftig im Flow sein. Ich habe es so formuliert, wenn alle Menschen bei der Arbeit leise singen und summen und die Zeit vergessen, dann ist das Optimum erreicht. Meine These war, das habe ich immer wieder geschrieben über die Jahre, wenn ein normaler BWLer dabei steht und sieht, dass alle summen und selbst vergessen bei der Arbeit sind und die Zeit vergessen, dann findet er, die sind nicht ausgelastet. Das ist eine persönliche Empfinden von den typischen Managern. Die reißen die Leute aus dem Optimum raus. Sie wollen nicht, dass sie Zeit vergessen sind, sondern noch mehr Zeit sparen. Und dann kommen wir auf diesen Momo-Trip von Michael Ende auf das Buch, ja, dass immer nur Zeit gespart wird. Das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass die Leute in einer optimalen Stimmung sind und im Flow arbeiten. Und dann ist alles gut. Und wir können ja mal über das Optimum nachdenken, also was das wirklich Beste ist. Und dann müsste irgendeine Instanz die Menschen in diesem Optimum festhalten, also erst in das Optimum bringen und dann da festhalten. Und ich sehe gerade, dass die kontrollierenden Instanzen sie aus irgendwelchen Optima rausreißen und sie destabilisieren, indem sie sie jetzt wieder aufhetzen.